Herzlich willkommen zum dritten Spieltag der Bundesliga 2014-2015 hier aus der Commerzbank Arena in Frankfurt zum Spiel Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg. Live aus Frankfurt. Die Spieler betreten hier den Platz. Zambrano von Frankfurt. Und hier Klavan von Augsburg. Eine interessante Begegnung. Frankfurt ist auf dem 9. Platz. Und Augsburg ist auf dem 18. Platz. Frankfurt hat 4 Punkte und Augsburg hat 0 Punkte bei einer Tordifferenz von minus 3. Hier die Formation, die Spieler, die auf dem Platz stehen und die Auswechselspieler auch. Hier die Formation. Thomas Schaaf ist Trainer. Und der FC Augsburg hier mit der Startaufstellung und den Reservespielern und hier auch die Formation. Die Partie beginnt. Frankfurt gegen Augsburg. Interessante Begegnung. Frankfurt war bis jetzt noch nie so gut in der Bundesliga wie aktuell. Und Augsburg hat einen ganz schlechten Start hingelegt. Sie sind, wie gesagt, auf dem letzten Platz mit noch gar keinen Punkten. Vielleicht holen sie hier in Frankfurt die ersten Punkte dieser Saison. Altintop. Sascha Mölders verliert den Ball gegen Zambrano. Inouye. Inouye, guter Pass auf Severanovic. Kadlec alleine vor dem Keeper. Und da rettet die Abwehr noch einmal gerade diesen Ball. Das war eine ganz gefährliche Chance hier schon am Anfang. Und Eintracht Frankfurt drückt weiter. Wer es noch nicht bemerkt hat, Eintracht Frankfurt in Rot-Schwarz. Von links nach rechts und der FC Augsburg von rechts nach links in den grünen Trikots. Und Hitz hat da die erste Parade, der Torwart vom FC Augsburg. Hat da schon einiges zu tun in den ersten 10 Minuten. Ross. Und jetzt der Konter für Augsburg. Das dauert aber auch viel zu lange. Da kann keine gute Möglichkeit draus entstehen. Und hier ist der Ball auch schon wieder weg. Ja, und das war ein ganz dusseliger Fehlpass da. Ins irgendwo. Inouye. Und jetzt die Frankfurter wieder am Drücker. Inouye. Djagba. Ah, der verliert aber den Ball. Bobadilla. Und dieser Pass kommt sogar an, aber ganz schnell ist der Ball dann auch schon wieder im Besitz der Rot-Schwarzen. Also die Anfangsminuten auf jeden Fall in Hand. Der Gastgeber hier. Nach knapp 23 Minuten. Bobadilla, jetzt der Konter für Augsburg. Das sieht ganz gut aus. Bobadilla jetzt im Strafraum. Und die Flanke kommt auf Mölders. Und Trapp musste eingreifen. Kayuba. Oder wie wird er ausgesprochen? Kayubi. Der trifft auch nicht in diesem Nachschuss. Es war aber schon eine ganz gute Möglichkeit für den FC Augsburg hier.
nach knapp 25 Minuten. Und jetzt der Abschluss für Trapp. Und der Kolter läuft bereits. Ross. Und die Flanke kommt und Hitz springt, aber der Ball geht so oder so drüber. Und das müsste dann auch Abstoß geben. Jetzt kommt die Wiederholung nochmal. Und jetzt gibt es auch den Abstoß. Aktuell 91-70% Pässe für die Eintracht. Und dieser Ball kommt nicht an. Da kommt er nicht mehr dran und es gibt Abstoß. Nach einer halben Stunde noch 0:0 in dieser Begegnung. Aktuell die besseren Möglichkeiten für Eintracht Frankfurt. Da aber noch 0:0 steht, kann doch alles passieren. Man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Severovic ist angeschlagen anscheinend. Piazon mit der Flanke ins Zentrum. Der Kopfball genau in die Arme von Hitz. Das war aber ein ganz gutes Zusammenspiel da. Der beiden Offensivkräfte. Aber Severovic ist anscheinend angeschlagen. Mal sehen, ob er gleich ausgewechselt wird. Noch knapp 9 Minuten oder 8 Minuten bis zur Pause. Ross, die Flanke jetzt nach vorne und Hitz ist rechtzeitig da. Der macht einen ganz guten Einsatz hier. Hat da jetzt schon einige Bälle klären können. Hat gut reagiert. Und da kommen sie schon wieder. Die Eintracht will jetzt auf jeden Fall das 1:0 vor der Pause. Und die Flanke wieder. Kommt aber nicht an. Und jetzt der Konter. Wenn es schnell geht, kann was draus werden. Ballbesitz 65-35% für Eintracht Frankfurt. Sascha Mölders. Pfeilen auf Altintop, Altintop! Was war das denn für ein Ding? 44. Minute 1:0 für den FC Augsburg. Was war das denn? Total ohne Vorwarnung kommt dieses 1:0 auf einmal. Es hat sich nichts angedeutet. Guter Pass dann wieder auf Altintop. Das war ein total langsamer und eigentlich auch schlecht geschossener Ball, aber da hatte Trapp anscheinend nicht mitgerechnet. Und dann geht er unten schön in die Ecke, eiert er da ins Tor. Wie auch immer, 1:0 für Augsburg. Noch 2 Minuten Nachspielzeit in dieser ersten Hälfte. Severovic nach wie vor angeschlagen. Das wären aktuell 3 Punkte für den FC Augsburg, aber man weiß es nicht, ob es so bleiben wird. Jetzt ist erstmal Halbzeit. 1:0 für Augsburg. Also die Statistik zur Halbzeit. 3:2 Schüsse. 2:1 Schüsse aufs Tor, 63-37% Ballbesitz, 3:2 Zweikämpfe, 0:1 Fouls, 0:1 gelbe Karten, 1:0 Verletzungen, wie gesagt. Da war Severovic angeschlagen, mal schauen, ob der gleich ausgewechselt wird. Und 66-50% Schussgenauigkeit und 92-74% Passgenauigkeit. Und jetzt geht es auch direkt weiter mit der zweiten Halbzeit dieser Begegnung. Am dritten Spieltag.
Kanlek. Kanlek, Flanke in den Strafraum, aber da steht die Abwehr der Augsburger ganz gut und der Gegenangriff läuft schon voll nah, verpasst da aber diesen Ball. Und da ist Trapp rechtzeitig am Ball. Das war jetzt auch nicht so die gefährlichste Chance. Von daher kein Problem. Hasebe auf Inouye. Was kann die Eintracht jetzt noch machen? Sie haben noch genug Zeit, hier auf jeden Fall ein 1:1 zu machen. Und dann wäre wieder alles offen. Hasebe, Inouye. Die Abwehr steht jetzt ziemlich kompakt, der Augsburger. Da ist ein Durchkommen relativ schwierig, aber hier klappt es gerade. Severovic ist immer noch angeschlagen, spielt aber ganz gut weiterhin mit. Und dieser Ball, da kommt Kayubi auch nicht dran. Bayer. Konter Frankfurt jetzt. Severovic. Und es gibt Einwurf für die Eintracht höchstwahrscheinlich. Und jetzt gibt es die Auswechslung. Mölders kommt. Mölders geht. Matthews kommt. Und auf der anderen Seite kommt Flum und Ross geht. Also doch nicht der Wechsel von Severovic. Anscheinend ist es dann doch nicht so schlimm. Also er weiterhin dabei. Mal schnell zu ein paar Facts hier dieser Partie. Frankfurt hat nur einmal von 4 Duellen gegen Augsburg gewonnen. Also 1 von 4 Duellen haben sie gegen Augsburg gewonnen. Und die Eintracht ist in dieser Saison bis jetzt ungeschlagen. Das nur so am Rande. Mal sehen, ob sich das ändern wird. Und das war eine ganz gute Möglichkeit. Aber da war Hitz ein Ticken zu schnell für da den Kopfball vom Stürmer. Von daher herrscht auch keine Gefährlichkeit. Hasebe, Kalek. Jetzt noch knapp 15 Minuten in dieser Partie und die Flanke kommt, aber Hitz ist da. Wirklich zuverlässig an diesem Tag heute. Der Keeper von Augsburg. Und Vorteil abgepfiffen hier. Jetzt kommt eine weitere Auswechslung. Eisbein kommt für Kayubi auf der Seite von Augsburg. Und auf der Seite von Frankfurt kommt Aigner für Kadlec ins Spiel. Also die zweite Auswechslung jeweils. Barbara. Altintop gelb verwarnt. Habe ich nicht ganz mitbekommen. Altintop, jetzt wird es wieder gefährlich. Esswein. Rückpass auf Altintop. Gut gemacht. Bobadilla. Matthews schießt einfach mal. Der Ball landet aber an einem Spieler von Frankfurt, prallt ab und daher nichts mit einem gefährlichen Torschuss. Baba Andersen, Laufdistanz 1,8 Kilometer und 100% Pässe, also ein ziemlich guter Mann auf dem Platz.
Waldschmidt kommt fürs Severovic. Anscheinend geht es doch jetzt nicht mehr. Und daher jetzt die Auswechslung bei Frankfurt. So, jetzt hat Frankfurt nicht mehr viel Zeit. Deswegen vielleicht jetzt auch diese Auswechslung. Denn es sind nur noch knapp 7 Minuten zu spielen. Plus Nachspielzeit. An diesem Ball kommt auch keiner mehr. Einwurf. Frankfurt. Und was war das denn für ein fahrlässiger Pass? Und war das ein Foul? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier gerade im Strafraum diese Szene. Müsste man sich nochmal angucken. Aber was war das für ein fahrlässiger Pass da gerade der Abwehr? Genau einem Stürmer vor die Füße serviert. Tommy kommt und Bobadilla geht auf der Seite von Augsburg. Die dritte Auswechslung. Jetzt gibt es keine Auswechslung mehr. Also anscheinend war das kein Foul gerade eben. Für mich sah das nach einem Elfmeter aus, aber ich konnte die Szene jetzt leider nicht mehr sehen. 2 Minuten plus Nachspielzeit. Aigner, Djagba. Kann Frankfurt nochmal kommen? Jetzt der Eckball. Erster Eckball dieser Begegnung. Aber war ganz vermasselt hier. Der kam auf jeden Fall nicht an. 2 Minuten werden nachgespielt. Und jetzt der letzte Angriff. Höchstwahrscheinlich. Hasebe Inui. Waldschmidt. Jetzt vielleicht. Der letzte Angriff. Pearson. Vermasselt's. Er hätte es machen können. Da war genug Platz, hatte er. Aber es sollte nicht sein. 1-0 für den FC Augsburg am dritten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt durch ein Tor von Altintop in der 44. Minute. Auswärtssieg für Augsburg und zu Hause verloren hat die Eintracht. Das erste Mal, geschlagen in dieser Saison. So, jetzt nochmal ein paar Szenen aus dem Spiel. 7. Minute, das war eine ganz gute Möglichkeit hier, aber Hitz war gut dabei. Und auch hier Parade. Und das Tor hier von Altintop, das war wirklich sensationell. Da hat Trapp nicht mit gerechnet. Denn hier wieder eine weitere Parade von Hitz. Das waren jetzt so die besten Möglichkeiten, besten Szenen aus dem Spiel. Endstatistik 4:3 Schüsse, 2:2 Schüsse aufs Tor, 61:39% Ballbesitz, 6:8 Zweikämpfe, 1:1 Fouls, 0:1 gelbe Karten, 1:0 Verletzungen, 1:0 Ecken, 50:66% Schussgenauigkeit und 88:76% Passgenauigkeit. Also es war dann doch ganz ausgeglichen. Spieler der Partie ist Hitz. Das war eigentlich auch schon bald klar. Mit einer Bewertung von 8,6 schlechtester Spieler beim FC Augsburg war Bayer mit einer Bewertung von 6,1. Stimmt gar nicht. Kaiubi mit einer Bewertung von 5,7. Und der beste Spieler bei Frankfurt war, mal gerade gucken, Flum mit einer Bewertung von 7,0. Schlechtester Spieler war Katlek mit einer Bewertung von 5,4. Soweit zu diesem Spiel aus der Commerzbank Arena in Frankfurt. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht für diesen Spieltag, für diese Woche. Wir sehen uns dann beim nächsten Spieltag, beim vierten Spieltag wieder. Macht's gut, schreibt mir in die Kommentare, welche Partie ihr sehen wollt und was ihr meint, wie die Partie in echt ausgeht. Also, haut rein, man hört und sieht sich. Ciao.